furchtbar gerne, ich jogge überall. Ob laufend oder stehend, das ist mir ganz egal. Zunächst mal bin ich froh, dass die Stadt Mainz wieder einen Höhepunkt hat. Wir hatten gestern schon einen Höhepunkt bei Children's Run, wo es auch um die sportliche Betätigung ging. Und heute haben wir hier eine so große Vielfalt. Dafür auch nochmal vielen, vielen Dank an den Landessportbund und an die Sportjugend Rheinland-Pfalz. Ich weiß, dass hier viel ehrenamtliches Engagement dahinter steckt. Ich weiß, von was ich rede. Mein Sohn ist auch mal dabei. Und dafür möchte ich bedanken, dass ihr das für die Stadt Mainz macht. Natürlich gibt es finanzielle Unterstützung von vielen Sponsoren. Auch dafür herzlichen, herzlichen Dank. Aber es funktioniert nur durch euer Engagement. Und dafür vielen Dank. Und ihr habt das mit dem Wetter schon mal sehr gut hinbekommen. Im Matheunterricht, da joggen meine Füße. Ich glaub das einfach nicht. Der Lehrer wird schnell sauer und schickt mich vor die Tür. Das liegt an meinen Füßen, ich kann doch nix dafür. Und vor der Tür im Stehen tue ich mich weiter drehen. Ich bin ein Jogger, ich jogge jeden Tag. Ich bin ein Jogger, weil ich das Joggen mag. Und ich muss sagen, für die Kinder und Jugendlichen ist hier noch ein riesiges Programm. Sie können jetzt wirklich heute mal mit Freude und Begeisterung Sport treiben. Und Sie können das mit anschauen, was die Vereine hier zur Verfügung stellen. Wie die Vereine in Mainz, in der Umgebung sich hier engagieren. Sauseschritt, nur mir ist es verboten. Ich darf da nicht mehr mit. Man darf im Bus nur sitzen. Das fällt mir super schwer. Drum laufe ich dem Bus und den Kindern hinterher. Ich lass die Sohlen glühen, jetzt gibt es keinen Halt. Es brennen sich die Turnschuhe tief hinein in den Asphalt. Dann bin ich Renner, ein Renner und renne hinterher. Dann bin ich Renner, ein Renner, renn dem Bus hinterher. Dann bin ich Renner, ein Renner. EWR ist hier der Energieversorger und wir haben eine Tradition in der Zusammenarbeit der Landessportbund und EWR. Wir haben ja mit der Schülerassistentenausbildung ein weiteres Highlight, wo wir uns engagieren, wo wir beide aktiv sind. Wir haben aber auch eine schöne Veranstaltung gehabt mit den Olympiateilnehmern bei uns im Haus, EWR, als wir die empfangen haben. Das hat uns bewegt sozusagen ja eine langjährige Tradition und die wollen wir natürlich weiter pflegen. Das Ziel von EWR ist es natürlich, in der Region präsent zu sein, aber insbesondere auch da, wo es ehrenamtliche Hilfe gibt, die auch zu unterstützen. Und wenn ich so ein Fest wie heute hier sehe, dann sind es ja viele hundert Ehrenamtliche, die dieses Kinderfest unterstützen. Vor die Tür. Das liegt an meinen Füßen, ich kann doch nix dafür. Und vor der Tür im Stehen tue ich mich weiter drehen. Ich bin ein Jogger, ich jogge jeden Tag. Ich bin ein Jogger, weil ich das Joggen mag. Ich bin ein Jogger, ich jogge jeden Tag. Ich bin ein Jogger. Ein Jogger, weil ich das Joggen mag. Im Bus geht's dann nach. Es macht mich stolz, dass wir so viele Helfer hier haben, dass hier über 300-400 ehrenamtliche Helfer im Einsatz sind, die dafür sorgen, dass eben dieses Programm so stattfinden kann, wie es denn auch stattfinden kann. Und ich glaube, insgesamt macht es mich heute stolz, dass das Wetter auch auf den Punkt gepasst hat. Wenn man sich die letzte Woche anguckt, ich glaube, heute kommen sie alle raus und erleben hier einen unvergesslichen Tag im Mainzer Volkspark. Turnschuh tief hinein in den Asphalt, dann bin ich Renner, ein Renner und renne hinterher. Dann bin ich Renner, ein Renner, renn dem Bus hinterher. Dann bin ich Renner, ein Renner und renne hinterher. Dann bin ich Renner, ein Renner, renn dem Bus hinterher. Sonst bin ich Jogger, ein Jogger und jogge jeden Tag. Ja, ja, ein Jogger, weil ich das Joggen mag. Ich bin ein Jogger, ich jogge jeden Tag. Ich bin ein Jogger, weil ich das Joggen mag. Ich jogge durch die Stadt,
Ich jogge durch den Wald und die Bäume pfeifen mir hinterher. Nein, ich meine die Vögelein. Ich jogge meine Oma auf den Nerven rum. Ich jogge. Ich bin ein Jogger.